Liebe Mama und lieber Papa, ich hoffe, ihr habt Spaß bei eurer, was ist das, eine Weltreise? Ja, bei der ihr mich nicht mitgenommen habt. Aber, naja, egal, ich habe ja auch total viel Spaß zu Hause. Und zwar, es ist ja Europameisterschaft, nicht nur Weltmeisterschaft, sondern Europameisterschaft, also nicht andersrum. Ist ja auch vollkommen egal, ich komme total durcheinander und ich weiß nicht, wie man Sätze löschen kann. Also das müsst ihr jetzt einfach alles mitlesen, es ist auf jeden Fall Europameisterschaft und wir haben total viel Spaß, aber Deutschland ist jetzt rausgeflogen, aber wir haben trotzdem Spaß. Ich bin jetzt für die Niederlande und das Finale ist auch schon bald und, habe ich schon wieder vergessen, ist Niederlande überhaupt weiter oder nicht? Naja, auf jeden Fall ist, Spanien im Finale, Frankreich jetzt raus, deswegen ist Chanel ein bisschen schlecht drauf. Außerdem hat sie kein Internet, aber sie hat jetzt wieder Internet. Es sind komische Dinge hier passiert. Aber das Wichtigste überhaupt, wir haben eine Katze, oh mein Gott, 1000 Ausrufezeichen. Abschicken. Ja, weißt du? Und das war so gut von Oma, dass sie uns das gemacht hat, mit dem, dass sie uns das Internet ausgemacht hat. Das hat mir so gut getan, weißt du? Ich habe erst mal gesehen, wie krass das mit dem Internet ist und wie viel man auch ohne machen kann. Und naja, also ich rufe dich ja jetzt an, aber das ist tatsächlich nicht übers Internet. Das habe ich nämlich rausgefunden. Man kann auch ohne Internet telefonieren. Wusstest du das? Oh, du wusstest das. Okay, naja, auf jeden Fall, ich benutze das Internet jetzt nicht mehr. Also ich lehne das Internet jetzt ab. Für mich gibt es jetzt nur noch offline. Also, für mich ist jetzt tatsächlich alles offline. Und was? Hast du gerade aufgelegt? Hallo? 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 Wie frech, dass sie einfach auflegt und Leila geht auch nicht ran. Na gut, dann wird nicht mehr telefoniert. Ist ja auch fast wie Internet. Also Internet. Ich werde jetzt Memory mit mir selbst spielen. Dann werde ich nämlich besser als Bibo. Und dann werde ich gegen ihn gewinnen. So, die E-Mail ist ja abgeschickt und weil wir wieder Internet haben, müsste sie auch ziemlich schnell angekommen sein. Ach, mal sehen, ob ich diesmal eine Antwort bekomme. Egal. Aber wo ich gerade über Minka nachgedacht habe, wo ist sie denn wohl eigentlich? Also hier oben ist sie ja nie. Ich habe sie noch nie mit hier nach oben genommen. Wahrscheinlich chillt sie wie immer auf dem Sofa. Diese Idioten. Sie haben das Fenster aufgelassen und die sind jetzt komplett abgelenkt. Das ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Zeit für meine Flucht. Hi Chanel, was machst du denn da hinten? Wo ist eigentlich Minka? Die chillt doch sonst immer auf dem Sofa. Minka? Hey Bibo, ich spiele Memory, weil ich werde jetzt richtig gut im Memory und ich werde auf jeden Fall besser als du. Oh, guck mal, ich habe schon zwei gleiche gefunden. Naja, hattest du Minka nicht mit nach oben genommen? Nein, warum sollte ich Minka denn mit nach oben nehmen? Die war noch nie oben, die ist immer hier. Minka, wo bist du? Hier unter den Kissen vielleicht? Versteckst du dich? Hat sie sich eine Höhle gebaut? Hast du das nicht mitbekommen, wo sie hin ist? Auch mal Chanel! Immer nur Memory spielen! Benutzt dein Memory mal, um zu wissen, wo Minka ist! Minka? Bist du hier drunter? Du passt da auf jeden Fall drunter, du bist dünn genug! Oh Mist! Sie ist hier nicht, es ist nur Staub! Hä? Bibo, das hat doch überhaupt nichts mit Memory zu tun, dass ich nicht weiß, wo Minka ist. Ich bin mir sehr sicher, dass du sie mitgenommen hast. Ich glaube, die war auf deiner Schulter und dann hast du sie mit nach oben genommen. Nein, du musst dich erinnern, deswegen Memory. Und Bibo, du hast jetzt wirklich überall geguckt, auch unter dem Sofa und Minka ist wirklich nicht da? Und, hä? Aber bist du sicher, dass du sie nicht einfach oben vergessen hast? Nein, und Minka ist hier nirgendwo und ich habe sie nicht mehr nach oben genommen. Ich weiß nicht, was du dir da ausgedacht hast in deinem Kopf. Minka war doch nie auf meiner Schulter, wenn, dann trage ich sie immer so. Und auch nur hier unten auf dem Sofa, sie war noch nie irgendwo anders. Na gut, Bibo, dann rufe ich jetzt Oma an, ob Oma weiß, wo sie ist. Hallo, ja Oma. Oma, wir suchen unsere Katze, unsere Minka, weißt du, wo die ist? Wie, du weißt nicht, wer das sein soll? Unsere Katze, Oma. Wir haben doch die Katze, die ist uns doch zugelaufen. Die kam einfach durchs Fenster rein. Wie, du weißt davon nichts? Ja, doch unsere Katze, die Schwarze. Hä? Nein, wir haben uns das nicht eingebildet, Oma. Wir haben eine Katze. Die hatte doch auch die Deutschlandfahne um. Die hat mit uns Fußball geguckt. Ja, du warst nicht da, Oma. Oh. Bibo, jetzt hat Oma einfach aufgelegt. Wie, Oma hat aufgelegt? Warum denn? Du hast doch mit ihr telefoniert, aber... Und wir haben doch super das große Problem. Macht sie sich gar keine Sorgen um Minka? Also, okay, ich habe ja zugehört und sie hat gesagt, sie weiß nicht mal, wer Minka ist. Was gar nicht sein kann, weil die lebt hier doch auch. Oh Mann, was machen wir denn jetzt nur?
Naja, Bibo, wenn sie halt nicht hier ist, dann ist sie halt vorausgegangen. Und dann müssen wir sie jetzt suchen, weil sie hat ja kein Glöckchen und wir haben ihr auch keinen GPS-Sender gegeben und so. Und naja, das müsste man auf das Internet finden müssen. Ich benutze das Internet ja nicht mehr. Aber naja, auf jeden Fall, wir müssen sie jetzt einfach suchen gehen, Bibo. Und nicht, dass wir eine andere schwarze Katze finden oder so. Also schon Minka. Schon nur Minka mitbringen, Bibo. Keine anderen Katzen. Warum sollte ich eine andere Katze mitbringen? Ich weiß, wie Minka aussieht und Minka sieht komplett einzigartig aus. Die kann man gar nicht verwechseln mit irgendeiner anderen Katze. Hast du sie dir mal angeguckt? Okay, dann mache ich mich mal auf die Suche. Aber du auch, nicht nur so faul hier rumsitzen. Okay, Chanel, ich halte dich auf dem Laufenden. Ich mache am besten einfach einen Livestream an oder so. Minka! Ja gut, dann mache ich mich auch auf den Weg. Wie komme ich denn wieder nach Hause? Ich kenne den Weg doch gar nicht. Wisst ihr vielleicht, wie ich in die Zaubererwelt komme? Also bevor ich jetzt rausgehe und da überall suche, kann ich ja erstmal im Internet suchen. Google hilft immer. Okay, Google. Wo ist Minka? Das ist nicht Minka. Also nicht unsere Minka auf jeden Fall. Oh Mann, Google hilft überhaupt nicht. Oh, ich rufe Chanel an. Ich kann das nicht mit dem Internet. Chanel! Hast du sie gefunden? Nein! Ich habe Google gefragt, aber Google weiß nicht, wo Chanel... Ach, wo nicht Chanel ist. Ich weiß auch nicht, wo... Ah, ist doch egal! Google sagt mir nicht, wo Minka ist. Och Mann, was machen wir denn jetzt? Woher soll Google wissen, wo Minka ist? Ich dachte, Google weiß alles. Google weiß überhaupt nichts. Das Internet, Bibo, das ist nicht gut für dich. Du solltest das lassen mit dem Internet. Das war schon richtig, dass Oma uns das ausgemacht hat in den Ferien. Ich finde, wir sollten das Internet viel weniger benutzen, Bibo. Naja, auf jeden Fall, das Internet wird uns dann nicht helfen. Wir müssen Minka so finden, Bibo. Also muss ich jetzt echt nach draußen gehen? Mhm. Okay. Oh Mann, ist das anstrengend. Und ich habe Hunger. Und irgendwie ist es doch kälter, als ich dachte. Obwohl Sommer ist. Und außerdem möchte ich noch wissen, wer die EM denn jetzt eigentlich verliert. Spanien oder doch England? Oder Niederlande? Ach, keine Ahnung. Irgendwie will ich wieder zurück. Minka, bist du hier irgendwo? Oh, hier im Halbschatten ist es eigentlich ganz schön. Minka, bist du irgendwo? Minka! Mausi! Ne, es ist eine Katze, egal. Ich rufe erstmal Leila an. Minka, bist du hier vielleicht irgendwo? Ach, bestimmt nicht. Viel zu gruselig. Minka, wo bist du denn nur? Minka! Draußen ist es total doof. Hier drin ist es wenigstens... draußen ist es auch warm, aber hier ist es auch noch trocken. Außerdem habe ich Hunger. Ich möchte mehr Currywurstchips. Ich komme da einfach wieder rein. Oh ja, das ist vielleicht ein Leben. Und ich bin auch noch allein und hoffentlich kommen die Idioten einfach doch gar nicht wieder. Minka, du bist zurückgekehrt. Aber du sollst doch keine Chips essen. Ach, lass mir zumindest noch mal welche über. Aber wenn du kuscheln willst, brauchst du doch Olaf nicht. Ich bin doch auch da. So, na gut, einen Chip kriegst du noch. War es das wirklich wert? Ja, ich glaub schon. Chanel, hörst du mich? Ja, Bibo, ich höre dich, ich sehe dich auch, aber ich will dich eigentlich gar nicht sehen, Bibo, weil ich habe dir gesagt, ich möchte das nicht mit dem Internet. Ich möchte nicht mit Internet telefonieren, ich möchte nur normal telefonieren, am besten über Festnetz. Hast du Minka gefunden? Ich sehe Minka. Weißt du, wen du gerne sehen möchtest? Minka! Minka! Minka ist zurück. Wo hast du sie gefunden? Auf dem Sofa, mit Chips. Was? Warst du die ganze Zeit da, Bibo? Hast du einfach nicht richtig geguckt? Du hast auch nicht geguckt. War sie in der Chipstüte, Bibo? Nein, sie war nicht in der Chipstüte. Sie hat die gegessen. Sie soll keine Chips essen, Bibo. Das ja, weißt du. Ja, ich weiß. Ich habe sie auch nicht gegeben. Nur ein paar. Aber sie ist ja auf jeden Fall einfach wiedergekommen. Ich weiß nicht, wo sie war, aber sie ist wieder hier. Also du kannst jetzt auch langsam mal nach Hause kommen. Wo bleibst du denn?